Frau Frey. Ich komme in diesem Match wichtig beim Stand von 2-2. Sie sind auch die, die nach dem Goal gesagt haben, ruhig spielen, das ganze Spiel versucht haben zu beruhigen. Was haben Sie für ein Match erlebt? Also von außen sehen wir es natürlich immer etwas anders. Aber vor allem, als ich dann reingekommen bin, haben wir es noch mehr gespielt. Es ist bestätigt worden, dass es recht hektisch war. Wie es auch immer ein bisschen ist, im ersten Match, Hinrunde oder Rückrunde. Es ist normal, man ist ein bisschen nervös, man weiß nicht genau, was wartet auf einen. So war es auch gewesen. Es war recht hektisch gewesen. Und darum ja, habe ich einfach probiert, es klar zu machen, dass es jetzt einfach Intelligenz braucht, dass man clever sein muss, um die 3 Punkte zu holen, und glücklicherweise haben wir es geschafft. Dann. Jetzt ist es nicht das erste Eröffnungsspiel, das ihr dreht und wo ihr auch 3 Goal schießt, obwohl das sicher einen anderen Charakter hatte als der Match gegen Luzern. Wie ist das so, wenn man jetzt das letzte anderthalb Jahr eigentlich gepflegten Fußball von hinten rausgespielt hat für Kurzpass und jetzt heute ganz einen anderen Fußball hinlegen musste? Es war ganz klar eine Umstellung, aber das haben wir gewusst. Wenn ein neuer Trainer kommt, bringt er eine neue Philosophie mit. Und ich glaube, das ganze Team zieht hier an einem Strang mit dem Staff. Man hat diese Veränderung so wollen und man macht sie so mit. Und dass es vielleicht noch ein bisschen Zeit braucht, das ist klar. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und das haben wir auch schon gesehen. Es ist nicht immer ganz einfach, das ist klar. Aber wir arbeiten daran, sodass wir das Spiel so optimieren können und dass das dann eigentlich unsere Waffe wird. Genau die Konter, die schnellen Angriffe. Ja. Genau, die Optimierung, die muss sicher noch kommen. Ich denke, da sind wir uns alle einverstanden. Aber gleich, was bleibt, ist, Basel hat die Mentalität und kämpft und kann spielen und man geht nicht auf. Es ist jetzt nicht ihr erstes Team, das sie gespielt haben und nicht ihr erstes Jahr. Woran liegt es, dass es mit dieser Mannschaft so gut klappt? Ich habe es gerade vorher zum Sebastian gesagt, es war nicht ein gutes Spiel. Aber vor 3-4 Jahren oder länger mag ich mich noch erinnern, dass wir hier den Punkt liegen lassen haben, so ein Spiel verloren haben. Und ich glaube, schlussendlich ist es irgendwie der Teamspirit und die Mentalität, wo wir gewachsen sind. Wir haben die Mischung, die wir einfach gut anbekommen zwischen, ja, doof, wie man es doof sagt, den jungen Wilden und den erfahrenen Spielerinnen, die dann die mitziehen. Und man zieht sich aber auch gegenseitig mit, also auch die Jungen, die mal die Älteren mitziehen. Also, es ist einfach eine gute Mischung hier und ich glaube, das ist der Unterschied, dass wir schlussendlich einfach alle an einem Strang ziehen, dass wir eben die Spiele gewinnen und dann die Punkte liegen lassen. Weil ja, man weiß, wie es ist. Also, es war nicht so ein sicherer Sieg gewesen. Heute könnte man, wenn es blöd läuft, schon sogar 3 Punkte liegen lassen. Sie haben in der Hinrunde viel gespielt, sind der Schlüssel gewesen, in dem 2er Mittelfeld. Jetzt gibt es eine Umstellung. Macht man sich da Sorgen, dass ihre Position ein bisschen, ja, entweder nicht mehr oben ist oder dass sie eine andere Position spielen müssen? Eine andere Position spiele ich eigentlich nicht. Ich spiele die gleiche Position. Ich war jetzt nicht die ganze Vorbereitung bei der Mannschaft. Das heisst, es ist ganz normal, dass ich mich wieder auch zeigen muss. Ich kann mich in 1-2 Wochen zeigen und nicht in 4 Wochen oder 3 Wochen. Es war eine relativ kurze Vorbereitung. Es geht jetzt einfach darum, zeigen, dass ich in die erste Elf will. Position schlussendlich ist, glaube ich, die gleiche. Die Aufgaben sind ein bisschen anders. Aber da habe ich eigentlich keine Sorgen. Also, ich gebe einfach mein Bestes und dann schaue mal, wie es kommt. Und schlussendlich müssen wir einfach als Team möglichst weit vorne stehen. 2 Wochen vor Schluss von der Vorrunde ist alles auf Meistertitel ausgesehen. Jetzt ist die Punktsituation ein bisschen anders. Was sind die Ziele des Teams? Immer noch Meistertitel oder nur Champions League? In Anführungs- und Schlussstrich. Also für uns ist ganz klar, wird das auch so kommuniziert. Wir wollen die meiste Anzahl Punkte holen, die möglich ist. Was dann schlussendlich drin liegt, das sehen wir. Aber rechnerisch ist der Meistertitel noch möglich, also streben wir das auch an. Frau Bachmann, die Gangart in der Nationalliga A gerade dürfen gegen Basel ausprobieren. Wie war es? Definitiv wieder gut gewesen, um auf dem Platz zu stehen, auch mit der neuen Mannschaft jetzt hier in IB. Leider nicht genau das Ergebnis, das wir uns vorgestellt haben. Wir haben definitiv sehr gut gekämpft und jetzt denke ich, wir haben sehr gute Ansätze gehabt. Leider ein bisschen unglücklich hat es mir gedacht, dass wir jetzt gleich keinen Punkt noch mitnehmen oder nicht auch 3. Weite Teile, denke ich, sind wir auch sicher, oder ich darf so sagen, die beste Mannschaft gewesen, hat es mich gedacht auf dem Platz. Und ja, einfach positiv, um wieder zu shooten hier in der Schweiz. Gut, Sie sagen, die bessere Mannschaft. Am Schluss ist ein offener Schlagabtausch, dass dort Ivana Fauso das Goal schießt, ist kein Problem. Aber wenn man die bessere Mannschaft will, in der ersten Halbzeit, darf man Franziska Jaser nicht immer die ganze Zeit alleine lassen, sodass sie den Ball verteilen kann. Und das hat ja dann zu diesen 2 Gegengol geführt, dass sie nicht richtig verteidigt haben in der Mitte. Was war der Grund?
Ich würde nicht sagen, dass wir nicht richtig in dem Sinn verteidigt haben. Wir haben zwischenzeitlich sind wir sehr offensiv wieder gestanden. Ich glaube, das hat dazu geführt, dass wir ein bisschen Löcher hatten, außen, Mitte und auch hinten. Und sie haben einfach sehr gut dann die Bälle in die Schnittstelle gespielt und das hat nachher schlussendlich zu diesen Goal geführt. Genau, wenn wir uns jetzt nicht auf dem Negativen ausruhen, ein Match auf hohe Gangart, den ihr mögen mitheben, was sehen Sie für Potenzial in diesem Team? Ich sehe sehr grosses Potenzial, vor allem denkt es mir, dass wir ein sehr gutes Team sind. Also wir sind, bei uns ist 1-1, es gibt nicht 2, sondern es gibt 3. Weil wirklich alle Spielerinnen sind dabei und ich glaube, wir haben ein sehr grosses Potenzial, um auch wirklich wieder guten Fußball zu spielen diese Saison. Und es macht Spass, mit dem Team zusammen zu sein. Reden wir von Ihrem Match. Es ist nicht selbstverständlich, dass bei einem eingestudierten Team jemand reinkommt und gerade anfangen zu spielen. Sie spielen die ersten 70 Minuten etwa am Flügel, dann mehr in der Mitte. Was hat Ihnen mehr gefallen? Was ist wichtiger für Sie? Wichtiger weiß ich nicht. Hauptsächlich kann ich dem Team helfen, dort, wo ich spiele. Ich glaube, außen bringe ich sehr viel an mit dem Tempo, das ich machen kann. Am Schluss war es mir einfach auch ein bisschen hektisch gewesen, oder wir haben Positionen gewechselt, um probieren, noch mal ein bisschen andere Wege reinzubringen. Und darum sind die letzten 20 Minuten nicht mehr so fix auf der Position des Ausserläufer gewesen. Das ist jetzt Ihr erstes Match gewesen. Was sehen Sie voraus für die nächsten 14 Runden? Das ist eine gute Frage. Ich sehe definitiv, dass wir Potenzial haben, um die nächsten Spiele darauf aufzubauen, auf dem, was wir heute gezeigt haben. Es waren gute Ansätze gewesen. Und ich sehe es positiv, was kommt. Sebastian Bader, ein neues Gesicht. Hier, ich muss die Kamera nicht mehr so hochstellen. Thomas Moritz, ein großer Mann und er hat auch große Fußstapfen hinterlassen. Ein Team, das sehr gut eingeölt war, das viele Punkte gemacht hat. Wie ist es, wenn man so ein Team übernehmen muss? Ja, das ist nicht, das ist wichtig. Wir haben gemacht die erste Runde mit Thomas Moritz eine gute Leistung. Da ja ein neues Projekt mit einem neuen Abenteuer. Wir machen zusammen unser Spielprojekt mit vielen Prinzipien. Aber ja, heute wir haben gewonnen 3-2 gegen IB. Wir haben nicht gesehen viele Prinzipien, die wir arbeiten, aber letzte Woche, Entschuldigung, wir haben gemacht ein gutes Spiel gegen Sand. Après, ja, IB ist eine gute Mannschaft, 6, und wir wollen immer besser sein auf die Arbeit im Training in die Woche und auf den Platz, être besser, weil unsere Identität und unsere Projekt ist rot-blau. Donc, wir haben die Name und die Struktur pour être besser. Wenn wir das Spiel anschauen, es war schwierig. Die Young Boys haben Gegenwehr geleistet. Andrea Frey hat auch gesagt im Interview, es war kein sehr gutes Spiel von Basel. Aber man gewinnt 3-2. Was bedeutet das für Sie? Ja, natürlich. 3 Punkte heute in Bern. Diagnostik vor dem Match. Servette verlor die erste Match gegen IB. 1-1 Zürich. Das ist wichtig, dass IB ist eine große Mannschaft in Heim. Für uns die Thema ist Arbeit und Spaß. Spaß und Leidenschaft. Ich denke, wir haben eine gute Mannschaft, mixt Alter und Jung. Das kommt. Aber die Anfang, ja, c'est toujours richtig. Das ist difficult de mettre directement 3-0, 4-0. On est aussi, die andere ist aussi besser. Wie sieht das aus jetzt, dieses FC Basel, das unsere Zuschauer heute live gesehen haben? Das ist nicht die finale Version wahrscheinlich für Sebastian Bader, oder? Werden wir Änderungen sehen? Ja, natürlich.
wir können, wir sind in die Niveau là und wir wollen immer mehr, donc à diese Niveau. Après wir haben noch zwei Spiele gegen IB. Ce qui richtig c'est in März, hein? Ja, ja, das ist ein Halbfinale. Et das ist eine neue Kraft, Kraft für uns et Kampf für die Gegner. Was ist jetzt das Ziel von Sebastian Bader? Ist es Champions League, ist es Meistertitel, ist es Cup-Final, ist es Cup-Sieg? Die Ziele, das ist nicht meine Ziele, das ist unsere Ziele. Die erste ist, machen viele Leidenschaft, machen eine gute Arbeit, machen Spaß auf dem Spiel. Und das ist wichtig für uns. Pour l'instant, nein. Katz und Maus ist Servette und Zürich. Basel, wir wissen nicht. Wir sehen im Juni. Pour l'instant, wir arbeiten, wir sind klein und wir wollen toujours besser. Okay. Sebastian, gratuliere zum ersten Sieg und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen und die nächsten Spiele analysieren und was du aus diesem Team machst. Entschuldigung für meine Deutsch, ich lerne meine Deutsch, ich bin Französisch, aber ich würde auch mich arbeiten besser für meine Deutsch und Gratulation für die Fans der Arbeit und unseren Job. Das ist sehr gut. Danke vielmals. Herr Grüter, es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, so ein bisschen einen trockenen Start einzulegen, wie Sie haben müssen. Sie nicht ins Trainingslager und so mitfahren. Was haben Sie denn nach diesen 90 Minuten gesehen? Also ich habe viel Gutes gesehen. Ich muss mal ein Lob und ein Kompliment machen der Mannschaft. Nach dem 2-1 sind sie wieder zurückgekommen, 2-2. Und am Schluss, 5 Minuten am Schluss, haben wir noch eine grosse Chance gehabt, um das 3-2 zu machen. Können wir leider 1 über den. Aber die Mannschaft hat gekämpft, hat das vorgelebt, was ich wollte. Spiel nach vorne, offensiv und auch Spielfreude. Und für die Zuschauer war das auch sicher etwas Spektakuläres gewesen. Und ich kann nicht sagen, bei uns wieder schießt mir ein bisschen an, dass wir nicht den Punkt gemacht haben. Aber es ist okay so. Ja, genau. Sie sagen zum Schluss, das ist die Floskel, machst sie vorne nicht, bekommst sie hinten nie. Aber schauen wir uns mal die erste Halbzeit an. Sie haben das Spielsystem leicht umgestellt. Das ist völlig legitim, auch so wie sie aufgestellt haben. Das Problem ist, in der ersten Halbzeit hat plötzlich die Franziska Jaser extrem viel Platz gehabt. Und die hat dann auch zweimal mit sehr viel Platz den Ball können so verteilen, dass Basel den Goal schießt. Wie können Sie das lösen, dass auch im Mittelfeld so Zuweisungen nicht mehr schief laufen? Gut, es hat natürlich noch einen anderen Grund gehabt, als Julia Schassberger verletzt rausgegangen ist. Die Mannschaft hat gemerkt, die Julia hat schon mal ein Kreuzband gerissen dort. Und es ist dann auch ein bisschen Bruch gekommen, auch durch das, nachher dann ein neuer Spieler, der reingekommen ist. Und irgendwie hat die Mannschaft auch ein bisschen den Faden verloren. Und ich habe von draussen probiert zu coachen, aber ich habe der Mannschaft nachher auch gesagt, die müssen es im Feld lösen. Oder? Die Xenia Schmid habe ich dann auch in der Halbzeit gesagt, wenn das Mittelfeld nicht mehr funktioniert, dann müssen sie zurücknehmen, müssen sie das System nehmen. Weil von draußen hat man dann nur noch punktuell Möglichkeiten. Oder? Aber ich habe das Gefühl, nach der zweiten Halbzeit ist es wieder viel, viel besser gewesen, weil wir es nach der Halbzeit angesprochen haben. Oder? Genau, zweite Halbzeit, dann Basel auch besser im Spiel. Es war ein guter Kampf, gewesen, interessant für unsere Zuschauer. Mit der Zeit wird IB gefährlicher, aber die Goal kommen nicht, außer der Ausgleich von der Jaili Ost. Dann nennt sie Eva Bachmann in die Mitte. Was war dort die Überlegung? Also Eva Bachmann und Jahel Joost haben selber das gewechselt, wo ich gesagt habe, wenn die Lösung neu brauchen, dann geht es neu lösen. Und das haben sie selbstständig entschieden. Und das wollte ich auch, dass die Mannschaft selber tut, ohne System umstellen, aber selber versucht, etwas neu zu kreieren. Und das war völlig okay gewesen. Jetzt ist das eine grosse Chance gewesen, da, gegen Basel, gegen Aue. Das Basel, das genau das gleiche Tor gemacht hat wie sie praktisch. Neue Trainer, neue Philosophien. Zu punkten, es wäre wichtig gewesen, gerade zu punkten, zum Luzern in den Nacken einschnaufen, zum sagen, hey, wir sind da. Es hat nicht geklappt. Was müssen Sie jetzt mitnehmen, damit es nächste Woche gegen Lugano klappt? Ich habe vorhin vom Captain kurz geredet und sie hat gesagt, sie hat das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft wirklich auf diesem Weg weiter arbeiten will. Und wir arbeiten auf diesem Weg weiter. Schön, langsam, super arbeiten, Spiel nach vorne, positiv denken. Und dann kommt der eine oder andere Punkt, ganz sicher.
Was denken Sie, ist die Chance, dass es wahrscheinlich immer noch geschwächt zu Lugano kommt, jetzt eine Möglichkeit für Sie, zum ein bisschen verschnaufen, bevor es dann Schlag auf Schlag geht gegen Luzern? Nein, ich werde nicht verschnaufen. Also wie Lugano daherkommt, wissen wir nicht. Wir wollen probieren, die bestmögliche Mannschaft zu bringen und zu gewinnen natürlich. Oder? Und Spiel für Spiel nehmen. Also ich habe der Mannschaft gesagt, ich habe so viel Talent in dieser Mannschaft. Wir müssen nicht Angst haben vor Luzern und nicht Angst haben vor irgendjemandem anderem. Wir müssen nur mutig sein und uns auch erlauben, wo Fehler dürfen zu machen. Und dann kommt das schon richtig. Letzte Frage, Sie haben es vorhin angesprochen, Julia Schassberger. Man hat gar nicht gesehen, sie ist plötzlich draußen gewesen. Ist das prophylaktisch gewesen? Weiss man, was dort schon ist? Ist es wieder etwas mit dem Kreuzband? Nein, man hat nicht das Gefühl, dass es Kreuzband ist. Aber wir haben wirklich ein bisschen Angst am Anfang, weil sie hat dann Sorgen haben. Und dann hat der Physio gesagt, wir gehen kein Risiko ein, wir wechseln. Aber so wie es aussieht, ist es nicht schlimm. Es ist zu wünschen, Julia Schassberger, ein super Talent, das leider schon mal von einer Verletzung davon abgehalten worden ist, ihr das ganze Potenzial auszubreiten. Herr Grüter, danke vielmals und ich wünsche viel Erfolg für die nächsten Match. Ihnen auch. Danke vielmals. Merci.